Hallo Freunde des Internets, mein Name ist Mel, für die, die mich nicht kennen. Ich bin unter anderem Fotografin aus der wunderschönen Stadt Berlin und ich werde heute ein paar Fragen aus meiner Community beantworten rund um das Thema analoge Fotografie, das meine größte Leidenschaft ist. Und ich würde sagen, wir fangen an. Wann hast du angefangen, analog zu fotografieren? Also ich bin damit aufgewachsen. Ich bin 1995 geboren und meine Mama hat alle meine Kinderfotos analog fotografiert. Wir hatten damals noch keine Digitalkamera. Meine erste eigene habe ich mir gekauft mit 13, 14 und so richtig beschlossen, ich möchte das gerne mehr machen, mir mehr Wissen aneignen und ich interessiere mich wirklich dafür, war so 2015, 2016, da war ich dann 20, 21. Was war deine erste analoge Kamera? Wie schon gesagt, meine erste eigene Kamera habe ich mir gekauft mit 13, 14. Die gibt's noch. Ja, das ist die hier. Sie funktioniert leider mittlerweile nicht mehr, aber ich konnte mich nicht trennen bisher, weil ich ein kleiner Hoarder bin und sie viel so sentimental value hat. Das ist eine Canon I1 semi-automatische Spiegelreflex. Ich habe die damals, ich glaube, für 35 Euro Secondhand gekauft mit zwei Linsen und ich habe diese Kamera über alles geliebt. Die hat mir so gute Dienste erwiesen. Welche Kamera würdest du Anfängern empfehlen? Ich glaube, das ist die meistgestellteste Frage, die ich bekomme und es ist so ein bisschen schwierig, sich festzulegen, weil es natürlich ganz darauf ankommt, was man machen möchte und wie viel Budget man hat. Und es geht grundsätzlich ja nicht nur um die Kamera, sondern auch, was für einen Film man in die Kamera reinpackt, in was für ein Labor das danach geht, ob das ein Profilabor geht oder nur zum Drogeriemarkt, was für ein Scanner da benutzt wird. So, da sind viel mehr Sachen, die in ein Foto mit reinspielen, als halt nur die Kamera. Aber grundsätzlich gibt es zwei Kategorien, die ich persönlich als anfängerfreundlich empfinde. Ich würde immer sagen, investiert am Anfang nicht zu viel Geld, weil es ist grundsätzlich ein teures Hobby. Du hast immer laufende Kosten, das ist nicht nur mit dem Kauf einer Kamera getan, so wie bei digital. Ich würde auf jeden Fall alles empfehlen, was in Richtung Spiegelreflex geht. Ob sie Canon I1 oder Canon A1. Minolta baut fast in genau gleiche Kameras. Ich glaube, die Serie heißt XE, XF. Irgendwie in die Richtung, sieht genauso aus. Nikon macht auch solche Kameras. Ich finde, man lernt bei diesen Kameras auch noch ein bisschen was, weil man halt sowohl Blende als auch Belichtungszeit selbst einstellen kann. Du hast einen manuellen Fokus. Du hast halt zum Beispiel keinen Blitz. Durch den manuellen Fokus bist du nicht so schnell und es ist ein ganz bestimmter Look, ist sehr weich. Das ist sehr gut für Porträts, meiner Meinung nach. Ich habe einen Knopf verloren. Und die andere Kategorie wäre Kategorie Knipse. Professioneller Name dafür wäre Point and Shoot. Und das ist halt eher so, dass man ist unterwegs mit Freunden und hat halt eine kleine Plastikkamera dabei, die einen integrierten Blitzer hat, eine Festbrennweite und die leicht ist. Meine erste Point and Shoot war damals diese hier von Minolta. Das ist eine Minolta AFZ. Die habe ich bei einem Jule Club gewonnen oder gezogen, erwürfelt, wie auch immer. Die hat mir sehr gute Dienste damals geleistet. Die hat zum Beispiel eine Blende 2.8 auf einer 35mm Brennweite. Ich habe neulich mal geguckt, das ist die Kamera von meiner Mutter aus den, keine Ahnung, 80ern, 90ern. Ich weiß nicht genau, wann die hergestellt wurde. Das ist eine Olympus AF1 Twin und ich glaube, die gibt es zurzeit online gebraucht zwischen 30 und 60 Euro. Die Kamera hat zum Beispiel zwei Linsen, 35 und 70. Eigentlich alles im Rahmen Point and Shoot, was funktioniert, wird euch ein Foto geben. Und ich glaube, das ist am Anfang erstmal wichtiger, als viel Geld zu investieren. Welche Kamera ist dein Favorit, beziehungsweise zu welcher greifst du am häufigsten? Ja, wo ist sie denn? Hier liegt alles vor mir. Da. Das wäre dann die hier. Das ist eine Contax G2. Absolutes Arbeitstier. Diese Kamera liefert immer ab. Ich habe noch nie mit was Zuverlässigerem fotografiert als mit der. Ich liebe diese Kamera. Ich benutze diese Kamera jeden Tag fast. Und es war die beste Investition, die ich je gemacht habe. Welche Filme benutzt du?
Meistens bin ich ziemlich basic. Ich fotografiere hauptsächlich Portra 400 oder 800. Ich mag auch sehr gerne die günstigeren Filme von Kodak, wie zum Beispiel Gold 200 oder Color Plus 200. Früher habe ich sehr viel Fuji Superior fotografiert. Das mag ich mittlerweile eigentlich gar nicht mehr, weil mir der Kontrast da viel zu stark ist. Ich bin aber auch experimentierfreudig. Vor 2 Jahren habe ich das erste Mal mit einem CineStill fotografiert, 800T. Mua! Wunderschöner Film. Und vor kurzem habe ich so vorbearbeitete Filme gekauft von Double Film bzw. Revolog. Die Emulsion ist halt nicht mehr die Original-Emulsion, sondern man hat entweder Lightleaks oder so bestimmte Farbverläufe drauf. Und ich freue mich riesig, die im Frühling, Sommer das erste Mal auszuprobieren. Hast du einen Durchblick-Tipp für Fotobeginner? Machen. Machen, machen, machen. So viel man kann. Übung macht den Meister. YouTube ist dein bester Freund, wenn es um Lernen geht und du keinen menschlichen, echten Real-Life-Tutor hast. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich einfach ausprobiert und versteht, was man eigentlich macht. Weil viele Leute sagen immer, oh, ich mag analog, weil man nicht genau weiß, was hinten rauskommt. Das ist nicht das Ziel. Du willst wissen, was hinten rauskommt. Du musst nur lernen, wie du da hinkommst. Wie teuer ist deine wertvollste Kamera? Wo hast du sie gekauft? Und ist sie abgesichert? So, meine teuerste Kamera, die haben wir heute schon einmal gesehen, ist auch die, die ich am meisten benutze. Und zwar ist es, wie gesagt, die Contax G2. Ich habe die damals in einem Set gekauft mit einer 28, einer 45 und einer 90er Linse und dem Blitz, der dazu gehört. Und der Spaß war so teuer. Ich habe die online aus Japan gekauft. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich um die 2000 Euro dafür zusammen ausgegeben. Ich muss sagen, jeder Cent davon hat sich gelohnt für mich, weil es halt mein Beruf ist und ich diese Kamera jede Woche, jeden Tag benutze. Und daraufhin wurde mir dann ans Herz gelegt, doch vielleicht mal eine Versicherung abzuschließen. Das habe ich auch getan. ISO 200, ISO 400 oder ISO 800. Jede Filmempfindlichkeit hat seine Daseinsberechtigung. Ich benutze alle drei. Ich shoote auch 1600 und 3200. Lagerst du deine Filme im Kühlschrank oder nicht? Alle meine abgelaufenen, teuren Polaroids, Fuji Polaroids, Schwarz-Weiß und Dia-Filme sind alle im Kühlschrank. Aber das, was ich so pro Monat verschieße, also die Portras und die Kodak Golds, die sind nicht im Kühlschrank, weil dann hätte ich keinen Platz mehr für Essen. Wenn ihr aber Filme kauft und ihr wisst, okay, die werden jetzt wahrscheinlich ein halbes Jahr oder ein Jahr rumliegen, ist es meiner Meinung nach empfehlenswert, sie in den Kühlschrank zu packen und so eine kleine Ecke neben seinem Gemüse zu opfern. Stell dir vor, es gäbe nur noch eine Festbrennweite. 35, 50 oder 80. Welche würdest du nehmen? Lustigerweise, keine von den dreien ist mein Favorit. Ich shoote am liebsten 28 oder 45. Und wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, auf die 28 gehen. Ich mag Weitwinkel. Was wäre deine nächste Kamera in deiner Sammlung? Ich habe zurzeit eine ausgeliehen von meinem besten Freund. Das Monster hier. Dieses Monster ist eine Pentax 6-7. Und sie steht schon sehr lange auf meiner Wunschliste, weil sie einfach, oh, sie ist so toll. Ich liebe sie. It's not about the camera. Braucht man eine gute Kamera, um eine gute Geschichte zu erzählen? Meiner Meinung nach nicht. Portrait, Still Life oder Landscape? Hands down kann ich mich nicht entscheiden. Auf gar keinen Fall. Das sind alles, ich fotografiere alle drei Sachen genau gleich gerne. Ja, musstest du schon mal eine Versicherung für deine Kamera oder dein Equipment in Anspruch nehmen? Nein, glücklicherweise noch nicht. Ich möchte gerne eine Zusatzversicherung abschließen demnächst, weil mittlerweile einfach so viel Geld in meinem Equipment drinsteckt, dass es blöd wäre, wenn da was passiert. Vor allem, weil ich ein sehr tollpatschiger Mensch bin. Glücklicherweise ist noch nie was passiert, aber man kann nie sicher genug sein. Deswegen packe ich das jetzt auch alles wieder ordentlich weg, was hier auf diesem Tisch rumliegt und hoffe, dass mir dabei nichts runterfällt. Ich hoffe, euch hat das Q&A gefallen. Ich hoffe, ich konnte einige Fragen beantworten, euch vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Das war's. Ciao.